Nee, also diese Kosten, nee, da stand nichts in der Anzeige drin. Ich kann doch wohl noch lesen. Vielen Dank. Wiederhören. Kaps gehabt. Ja, bitte. Frau Salisch? Ja? An dem Aushang draußen habe ich gelesen, dass Sie die Vorsitzende Richterin sind im Fall gegen Stefanie Peters. Ja? Und ich wollte mal fragen, ob Sie einen Moment Zeit für mich haben. Ein Momentchen, mein Name ist Jürgen Klapp. Ich bin der Nachbar der Familie Peters. Und zwar folgendermaßen, die Steffi, die ist meine Ex-Freundin. Also sie hat im Oktober Schluss gemacht, aber ich denke mal, wir werden auch wieder zusammenkommen. Also sie wird schon merken, dass ich der Richtige für sie bin. Und auf jeden Fall kann und will ich auch beweisen, dass sie unschuldig ist. Dass ihr Bruder Nico seine Mutter erstochen hat. Gibt es dafür irgendeinen Beweis? Ja, den habe ich. Ich habe einen Beweis dafür. Sie haben einen Beweis dafür und kommen 5 Minuten damit vor der Verhandlung an. Ja, das ist mir nicht eher eingefallen. Also es macht aber auch irgendwie keinen Unterschied jetzt. Hauptsache, die Verhandlung wird abgesagt. Also deswegen hoffe ich. Hoffen Sie. Herr Klapp, ganz beschämt nicht. Eine Verhandlung habe ich eröffnet, die Anklage der Staatsanwaltschaft. Die Beweise sind ziemlich deutlich, möchte ich mal sagen, dass Ihre Ex-Freundin, Ihre gehoffte neue Freundin wieder zurückgewinnen mit 19 Stichen ihre Mutter getötet hat. Und wird jetzt in der Verhandlung Beweis für Beweis nacheinander erheben. Und irgendwann sind Sie dann auch da mit dem neuen Beweis. Na toll. Kann ich dann wenigstens gleich als Erster mit rein, dass ich das gleich klarstellen kann, dass Stefanie unschuldig ist? Ja. Sie war noch nie bei Gericht. Ne? Nee. Das merkt man. Also die Verhandlung geht schlichtweg mit dem Aufruf der Sache los. Dann vernehme ich die Angeklagte und dann die Zeugen einzeln nacheinander. Und in welcher Reihenfolge entscheidet nun mal die Vorsitzende? Und irgendwann hören Sie draußen Ihren Namen und dann kommen Sie rein. Und Ihre Personalien nehme ich jetzt gleich mal auf. Jürgen war Ihr Vorname? Ja. Frau Peters, wir verhandeln heute vor dem Schwurgericht Ihre Strafsache wegen Totschlags an Ihre Mutter Heike Peters. Und bevor ich zu Ihren persönlichen Verhältnissen komme, für alle Verfahrensbeteiligten, möchte ich mitteilen, dass sich ein Zeuge namens Jürgen Klapp bei mir gemeldet hat. Die Pfeife ist auch hier? Oh mein Gott. Sie kennen ihn nicht? Es ist Ihr früherer Freund, kann man so sagen? Jedenfalls hat er es bei mir gesagt. Er hat auch noch Folgendes gesagt. Er könne beweisen, dass Sie unschuldig seien. Okay. Näher habe ich ihm nichts gefragt. Tja, da versucht Ihr Ex-Freund anscheinend wieder, sich ein paar Sporen bei Ihnen zu verdienen. Bei mir hat er keinen Schaden mehr. Die Sache ist abgeschlossen. Wir werden Sie sehen. Dann beginne ich mit der Feststellung Ihrer persönlichen Verhältnisse. Frau Peters, Ihr Vorname ist Stefanie. Sie sind am 23. Juni 1981 in Hamburg geboren. Ledig, Kinder haben Sie keine. Nein, noch nicht. Nächsten Monat habe ich eins. Was sind Sie vom Beruf? Nichts, ich habe nichts gelernt. Meine Mutter hat mich sonst immer finanziell unterstützt. Ich habe einmal Go-Go getanzt, aber damit kann man ja nicht so viel Geld verdienen. Meistens nicht. Jedenfalls sind Sie in vorliegender Sache seit dem 14. Oktober in Untersuchungshaft. Vorbestraft sind Sie nicht. Die Anklage bitte, Herr Staatsanwalt Römer. Der Stefanie Peters wird Folgendes zur Last gelegt. Am Nachmittag des 13. Oktober 2005 kam es zwischen der Angeklagten und deren Mutter Heike Peters im Haus der Mutter im Marienweg in Hamburg zu einer heftigen Auseinandersetzung. Dabei rastete die Angeklagte völlig aus und stach mit einem spitzen Gegenstand, wahrscheinlich einer Schere, 19 Mal auf ihre Mutter ein. Heike Peters verblutete innerhalb kurzer Zeit. Stefanie Peters wird daher wegen Totschlags angeklagt. Verbrechen strafbar gemäß § 212 Strafgesetzbuch. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Herr Rechtsanwalt Grechel, wird Ihre Mandantin Angaben machen zur Sache? Haben Sie Ihre Mutter erstochen, wie die Anklage sagt? Nein, habe ich nicht. Das ist absoluter Bullshit. Warum sollte ich meine Mutter erstochen haben? Ich habe mich an dem Tag sehr heftig mit denen gestritten, das ist richtig. Also wir haben einen sehr heftigen Streit gehabt und es sind die Fetzen geflogen. Meine Mutter war total hysterisch und sie wollte mich vor die Tür setzen, hat mir schon ganzen Klamotten vor die Tür geworfen. Ich habe gesagt, sie soll erstmal runterkommen, soll sich beruhigen und bin dann auch gegangen. Und während ich nach draußen gegangen bin, ist mir eine Frau entgegengekommen. Und ich bin mir sicher, dass diese Frau es war, die meine Mutter umgebracht hat. Ich habe damit überhaupt nichts zu tun. Sie haben sich auch mit Ihrer Mutter ganz ordentlich gefetzt, sag ich mal. Warum ist es bei dieser Auseinandersetzung gegangen? Ja, sie war nicht gerade begeistert, dass ich schwanger bin. Dann ging es doch eigentlich auch um Ihre wirtschaftliche Existenz. Sie sind ungelernt, Sie haben keinen Job, Sie erwarten ein Kind und Ihre Mutter lässt Sie in dieser Situation auch noch im Stich.
Ach was, das ist doch kein Grund, meine Mutter umzubringen. Wie gesagt, ich bin aus dem Haus gegangen und da kam diese Frau mir entgegen. Diese Frau hat außer Ihnen niemand gesehen. Diese Frau gibt es meines Erachtens möglicherweise überhaupt nicht. Das ist eine ganz mysteriöse Unbekannte. Die führen Sie hier in den Prozess ein. Ob es die gibt, genau, werden wir sehen. Sie haben den Streit schon angesprochen und da haben wir auch eine Nachbarin als Zeugin. Das ist die Frau Luise Klapp. Die hat gesagt, in der Tat, es gab einen wirklich heftigen Streit an diesem Tag. Und die Tat, die passt dazu. 19 Mal wurde auf ihre Mutter eingestochen mit einer Schere. Das war wahrscheinlich. Das war kein Raubüberfall. Das war eine emotionale Tat, Frau Peters. Also Frau Klapp, unsere Nachbarin, die labert viel, wenn der Tag lang ist. Und ich habe absolut keinen Grund, meine Mutter umzubringen. In dem Testament von meiner Mutter wurde noch eine Anna Gila erwähnt. Wer ist diese Frau denn, bitteschön? So wie ihr Bruder Nico, genau das. Diese Person, die Sie ja bedauerlicherweise und Ihre Polizei nicht finden konnten, Herr Staatsanwalt, ist Anna Gila. Nummer eins. Ja. Nummer zwei. Das ist die Frau, die ich gesehen habe, die mir entgegengekommen ist. Genau das ist diese Frau, die es nicht gegeben hat, Herr Römer. Wie passend, wie passend. Vielleicht ist sie ja wieder zurückgekommen und hat meine Mutter dann umgebracht. Ich möchte in diesem Zusammenhang erwähnen, dass nach den Erkenntnissen des Herrn Bittner, des Privatdetektives, den ich bedauerlicherweise einschalten musste, genau diese Frau auf dem Foto A. Anna Gila ist und zweitens seit dem 14. Oktober, also seit dem Tattag, mit unbekanntem Ziel und unerreichbar verreist ist. Ich habe ja versucht, auf Umwegen ihr eine Ladung zukommen zu lassen. Ob sie mit uns sprechen wird. Ich habe bisher keinen Kontakt mit ihr gehabt. Wir werden sehen. Also Frau Peters, Sie kennen diese Anna Gila? Absolut nicht. Ich kenne sie nicht. Also, nur vom Foto wieder erkannt. Die mir entgegengekommen ist. Und bei diesem Testament war das das erste Mal, dass Sie davon erfahren haben. Ja. Mein Testament, ich verlese einmal das Testament Ihrer Mutter. Hiermit lege ich Stefanie Peters, Nico Peters, Ihr Bruder und Anna Gila und Stefanie Peters als meine Erben fest. Nach meinem Tod soll mein gesamtes Hab und Gut gleichberechtigt zwischen Ihnen aufgeteilt werden. Hamburg im 2. Oktober 2005. Heike Peters handschriftlich unterschrieben. Ein vollgültiges Testament. Aber unabhängig davon, ob Sie dieses Testament kannten oder nicht, Sie wussten ja, dass Sie etwas erben würden, oder nicht? Und wir können nach Abschluss der Ermittlungen in keiner Weise ausschließen, Frau Peters, dass Sie es zumindest auch im Hinterkopf gehabt haben, dass Sie möglicherweise etwas erben und dass Sie über den Erbanteil Ihr Leben dann weiter finanzieren könnten. Das können wir nicht ausschließen und das kann sich in der Verhandlung auch noch herausstellen. Und dann reden wir auch sehr schnell von Mord. Dann geht's um Herr Römer, das trifft aber doch auf die anderen beiden im Testament benannten Personen auch zu, oder nicht? Die sind nicht tatverdächtig, Herr Verteidiger. Also das ist total unlogisch, denn meine Mutter hat überhaupt kein Vermögen. Dieses 10-Euro-Sparbuch, was sie hat und das Haus, das ist das Einzige. Und wegen so etwas bringt mit Sicherheit meine Mutter nicht durch. Na ja, immerhin das Haus, Frau Peters, Sie haben gar nichts. Noch Fragen an die Angeklagte derzeit? Frau Peters, dann nehmen Sie bitte neben Ihrem Verteidiger Platz. Nico Peters, der Bruder der Angeklagten. Als erstes. Herr Peters, Sie nehmen bitte hier vorne Platz. Herr Peters, ich werde Sie jetzt als Zeuge vernehmen und ich nehme an, Sie wissen, dass mein Gericht die Wahrheit sagen muss und wenn nicht, macht man Sie strafbar. Herr Peters, Nico ist Ihr Vorname, Sie sind 20, wohnen in Hamburg und sind Fliesenleger vom Beruf. Das ist richtig, ja. Als Bruder der Angeklagten haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht, das heißt, Sie können Aussagen unterschweigen, es ist Ihre Entscheidung. Schweigen können Sie auch dann, wenn Sie sich bei wahrheitsgemäßer Aussage selber einer Straftat bezichtigen müssten, § 55. Herr Peters, Ihre Schwester sagt hier weiterhin, Sie habe mit dem gewaltsamen Tod Ihrer Mutter nichts zu tun. Ja, ich hätte auch nichts anderes erwartet von meiner lieben Schwester. Eine Sache kann sie ganz gut. Lügen und die Beine breit machen. Jetzt tu nicht so scheinheilig hier. Dich haben nie andere Sachen interessiert. Du bist immer nur für dich selber da gewesen. Was andere Leute anbelangt hat, es war dir egal. Herr Peters, Sie haben an jenem 13. Oktober 2005 um genau 18.15 Uhr, das wird ja immer festgehalten, Polizei und Notarzt verständigt. Wie war die Situation, als Sie nach Hause gekommen sind? Ja, ich bin von der Arbeit nach Hause gekommen, Schuhe ausgezogen, Jacke aufgehängt, dann habe ich meine Mutter gerufen, meine Mutter hat nicht geantwortet, dann bin ich ins Wohnzimmer gegangen. Ja, dann lag meine Mutter blutüberströmt auf dem Boden in einer riesengroßen Blutlache. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben so viel Blut gesehen. Ja, und ich bin geschockt gewesen. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Dann habe ich erst direkt die Polizei angerufen, danach sofort den Notarzt in Trance. Also das ist so an mir vorbeigelaufen, wie ich war geschockt. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber Sie haben gleich am Tatort den Beamten noch gesagt, dass für so eine Tat nur Ihre Schwester in Betracht käme. Weshalb? Ja, weil ich mir einfach niemanden anders dafür vorstellen kann. Meine Schwester hat sich nicht nur
lange vorher mit meiner Mutter gestritten, wegen welchen Sachen, sondern ganz explizit in der kurzen Zeit vor ihrem Tod. Und es ging immer nur um Geld. Meine Schwester hat keinen Beruf, sie hat keine Arbeit, sie hat keinen Job, sie verdient nichts nebenbei, liegt meiner Mutter auf der Tasche. Ja, und sie weiß nicht, wie sie ihr, man sieht ja, sie ist hochschwanger, und wie sie ihr nächstes Kind, was kommen soll, durchbringen kann. Ja, und da lag wahrscheinlich nichts näher. Ich kann ihn nicht mehr geben, aber ich denke, es spricht auf jeden Fall einiges dafür. Es tut mir leid, meine liebe Schwester. Fängt das gleich an zu heulen oder was? Tu das nicht so, als ob es dir leid täte, dass unsere Mutter tot ist. Das passt dir doch ganz gut. Hm. Worauf spielen Sie da an, dass es ihm ganz gut passt, Frau Peters? Wie bitte? Entschuldigung, Frau Peters, ich weiß, dass Sie schlecht hören. Das hat mir die Verteidigung vorher schon gesagt. Deshalb wiederhole ich einfach die Frage. Und wenn Sie etwas nicht verstehen, immer dazwischen fragen. Es klang so, als ob Sie auf irgendetwas anspielen eben. Ja, das ist richtig. Also mein toller Bruder hat seine Mutter immer gehalten. Denn ich war das absolute Lieblingskind meiner Mutter. Ich durfte alles. Sie hat mir alles erlaubt. Und ja, mein Bruder, der musste dann zu Hause bleiben, musste immer pünktlich da sein und hat immer dann den Unmut meiner Mutter abbekommen. Er musste auch den Beruf machen, den er eigentlich gar nicht machen wollte. Tja, wenigstens habe ich im Gegensatz zu dir ein bisschen was gelernt. Ja, und die Hälfte deines Gehalts musste zu unserer Mutter abgeben, und das hat dir auch nicht gepasst. Das hat mir nicht gepasst, Herr Peters. Das hat dir nicht gepasst. Ihre Vermutungen stützen sich darauf, dass Ihre Schwester möglicherweise die Täterin ist, weil sie Kohle braucht. Aber so wie es aussieht, brauchen Sie die genauso. Also Sie treiben sich selbst in die Motivation rein. Merken Sie doch nicht? Nee, also ich glaube, genauso auf Sie wie für Sie. Sie verkennen hier die Tatsachen. Fakt ist, dass ich meiner Mutter von meinem Gehalt, was ich jeden Monat verdient habe, 500 Euro abgetreten habe. Zur Unterhaltszahlung, Essen, Strom, die Nebenkosten, die laufen. Und das sind 500 Euro. So, das ist die Hälfte zwar meines Gehaltes gewesen, aber überlegen Sie mal selber, was eine Wohnung heutzutage kostet. Da kommen nicht nur die paar Kosten mit dabei. Ich kann froh gewesen sein, nur 500 Euro bezahlt zu haben. Herr Peters, Sie rechnen es gerade noch mal hoch für mich. Sie müssen jetzt nichts mehr Ihrer Mutter bezahlen. Sie haben jetzt keine Nebenkosten. Und ich liege doch tatsachenmäßig richtig, wenn ich sage, Sie wohnen im Haus. Und zwar auf Lau jetzt. Also das zu den Unterstellungen, die Sie Ihrer Schwester unterschieben, die passen auf Sie weit mehr. Ja, nee, also bevor ich mir jetzt hier von Ihnen irgendwas unterstellen lasse, dass ich jetzt hier als Mörder hingestellt wird, tut mir leid, meine liebe Schwester, aber diese gleiche Situation, Frau Richterin, wie Sie, was Sie nämlich jetzt hier haben, die gab es nämlich schon mal. Wenn Sie schon eine Andeutung machen, dann reden Sie, Herr Peters. Ja, wie alt warst du? 15 Jahre alt oder 16 Jahre? Sie weiß zwar nicht, wer der Vater war, ist aber schwanger gewesen. Meine Mutter dachte erst, beziehungsweise unsere Mutter dachte erst, sie wäre ein wenig voluminöser geworden. Das ist leider erst im 4. Monat herausgekommen, und was für eine gesetzliche Schwangerschaftsabtreibung nun mal zu spät ist. Nico, halt die Klappe. Frau Peters, bitte. Von dir lasse ich mir jetzt hier irgendwas sagen. Ich finde es mal gut, hier zu sitzen, dass die Wahrheit rauskommt. Auf jeden Fall vollständig. Dann ist meine Mutter mit ihr nach Holland gefahren und hat eine illegale Abtreibung durchführen lassen. Es hat ihr zwar nicht gepasst, sie war 15 und konnte sich dagegen nicht wehren und nichts anderes sagen. Aber jetzt haben wir ja den Fall, wie alt bist du? 24 Jahre alt. Jetzt konntest du dich ja zur Wehr setzen. Jetzt hast du es Mama mal richtig zeigen können, auf sie einzustechen. Wahrscheinlich stand sie nämlich genau wieder vor dir, als du ihr wieder gebeichtet hast, dass du schwanger bist, und hast gesagt, oh nein, nicht schon wieder nach Holland fahren, abtreiben lassen. Ja, und wahrscheinlich genau in dem Moment bist du durchgeknallt. Blödes Arschloch. Frau Peters. Frau Peters, jetzt wissen wir auf jeden Fall, warum der Streit so heftig gewesen ist. Und die Frage stellt sich in der Tat, hat Ihre Mutter wieder von Ihnen verlangt, nach Holland zu fahren? Das war überhaupt nicht das Thema. Aber Sie können sich überhaupt nicht vorstellen, wie das war, mit 14 in ein Auto gepackt worden zu sein. Und auf einmal finde ich mich in Holland wieder und werde gezwungen, das Kind abzutreiben. Ich war total überfordert. Ja, und überfordert bist du genauso jetzt wahrscheinlich gewesen, als du wieder vor Mama gestanden bist und dann sagen musstest, dass du schwanger bist. Aber diesmal konntest du dich zur Wehr setzen. Es geht nicht darum, dass sie mich nach Holland bringen wollte, um das Kind abtreiben zu lassen. Sie hat mich rausgeworfen. Deswegen haben wir gestritten. Sie hat mich direkt vor die Tür gesetzt, und dann bin ich auch gegangen. Herr Peters, sagt Ihnen der Name Adagila etwas? Ja, der sagt mir was. Nachdem das Testament verlesen worden ist, worunter meine Schwester als Erbin, ich als Erbe aufgeführt worden bin, auch diese Adagila, aber mehr jetzt nicht mehr. Am Tag vor dem gewaltsamen Tod Ihrer Mutter soll es auch schon mal gekracht haben zwischen Ihrer Schwester und Ihrer Mutter. So hat es jedenfalls diese Nachbarin Luise Klapp bei der Polizei beschrieben. Haben Sie auch davon etwas mitbekommen? Tja, klar. Entschuldigung, es war nicht am Tag vorher, sondern am selben Tag noch. Ja, sicher habe ich davon was mitbekommen, und zwar live und in Ton und in Farbe. Es ging nämlich darum, dass meine Schwester unserer Mutter, die da noch gelebt hat,
gerade erzählt hat, dass sie mit dem Jürgen Klapp, also dem Sohn von der Frau Klapp, Schluss gemacht hat. Sie waren ein Paar, waren zusammen. Unsere Mutter war überglücklich darüber, dass meine Schwester endlich einen Freund hatte, der finanziell ein wenig was auf guten Beinen gestanden hat. Was weißt du schon von meinem Leben? Dir erzähle ich bestimmt nichts über meine Beziehung. Aber ich weiß, wie du bist. Ich kenne dich ein wenig länger. Natürlich. Und da weiß ich ganz genau, dass dir wahrscheinlich der liebe Jürgen nichts bieten konnte oder dass er dir nichts mehr bieten wollte, finanzieller Hinsicht oder sonst auch. Und dann hast du ihn verlassen. Aber so ein Müll. Bitte. Auf, echt. Noch Fragen an den Zeugen Peters? Nein, vielen Dank. Herr Peters, dann nehmen Sie bitte an der Seite Platz, bleibt unvereidigt. Luise Klapp, eine Nachbarin der Familie Peters. Frau Klapp. Frau Klapp, bitte nehmen Sie hier vorne Platz. Frau Klapp, dass man als Zeugin die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, nehme ich an. Und wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Frau Klapp, Ihr Vorname ist Luise, Sie sind 45 Jahre alt und wohnen in Hamburg. Vom Beruf sind Sie Hausfrau und mit der Angeklagten weder verwandt noch verschwägert. Stimmt. Frau Klapp, Sie haben sich bei der Polizei gemeldet, als Sie mitbekommen haben, dass die Mordkommission ins Nachbarhaus gekommen ist. Und dadurch haben Sie erfahren vom gewaltsamen Tod Ihrer Nachbarin Heike Peters. Was haben Sie an diesem späten Nachmittag des 13. Oktober zunächst einmal vor Ihrem Haus beobachten können? Ja, also ich habe natürlich den Streit von den beiden mitgekriegt. Also und ich bin sicher, dass die Stefanie das war. Also ich habe die ja beobachtet, als sie kurz vor fünf nach Hause gekommen ist. Und danach ging es ja rund in der Wohnung. Also die haben sich ja gestritten wie die Besenbinder. Und die Heike hat ihr sogar die Stehlampe vor die Tür gestellt. Also da war echt was los. Und nachher hat sie ja noch die Sachen aus dem Fenster geworfen. Du alte Hexe, du hast so nichts Besseres zu tun, als die ganze Zeit hier um unser Haus herumzuschnüffeln. Frau Peters, haben Sie mitbekommen, um was es bei dieser Auseinandersetzung zwischen Mutter und Tochter gegangen ist? Ja, nicht so richtig. Also die Wände sind ja nicht so dünn. Frau Klapp, aber Sie sind doch in der Regel bestens darüber informiert, was in Ihrem Haus passiert und was für Sorgen Ihre Nachbarn planen. Ja, also nicht? Was soll das denn jetzt heißen? Das ist ja eine richtige Unverschämtheit. Das ist erstmal eine Feststellung. Und außerdem ging es da ja immer rund. Am Tag vorher war da ja auch ein totales Theater. Richtig, auch das haben Sie bei der Polizei gesagt. Ja, und da kann ich mir schon denken, worum es da gegangen ist. Frau Klapp, lassen Sie uns an Ihren Gedanken teilhaben. Also, zwei Tage vorher, da hat die Stefanie mit meinem Sohn, dem Jürgen, Schluss gemacht. Und ich kann mir vorstellen, dass das der Heike überhaupt nicht recht war. Aber ich kann Ihnen sagen, ich bin froh, das ist nämlich richtiges Flittchen. Nur kein Neid, nur weil du nicht so viel Spaß hast wie ich. Was soll das denn heißen? Meine Damen, aber warum sind Sie so sicher, dass die Heike Peters, also die Mutter von Frau Peters, so gegen die Trennung war von ihrem Sohn und ihr? Also ich bin mir sicher, dass die Heike das eingefädelt hat. Also mein Sohn, der ist ja, der macht ja eine Lehre und da konnte es doch der Stefanie nur recht sein, dass sie ihm das Kind anhängen kann. Natürlich. Und Sie glauben auch, dass das Kind, das sie erwartet, von ihrem Sohn ist? Ja, also das glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber es kann ja nur ganz recht sein, wenn irgendjemand Unterhalt bezahlen muss. Frau Peters, ist Jürgen Klapp der Vater ihres Kindes? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja. Ich weiß nicht, wer der Vater ist. Ja, ist ja klar. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Deine Mutter ist ja genauso eine. Was soll das denn bitte schon jetzt heißen? Frau Klapp, was meinen Sie jetzt damit wieder? Ja, also im Prinzip ist das ja mit der Heike nichts anderes gewesen. Als die Heike, also die Mutter von der Stefanie, so alt war wie die Stefanie heute, da haben wir ja damals im Marienweg alle zusammen gebaut. Und da mussten wir natürlich richtig reinhauen. Und der Heinrich, also der Vater von der Stefanie, der hat da richtig gearbeitet, war den ganzen Tag unterwegs. Und die Heike, die hatte natürlich nichts Besseres vor, als sich irgendeinen Alternativen anzulachen. Mit dem ist sie dann durchgebrannt und weg war sie. Und nach einem Jahr, können Sie sich mal vorstellen, da kommt die zurück und hat ein Kind dabei. Und Heinrich, der nimmt die auch noch bei sich auf. Also das war so ein richtig herzensguter Mann. Du bist aus einer Affäre entstanden. Jetzt verstehst du einige, deswegen bist du so anders. Deswegen konnte Mama dich nie leiden. Ja, da staunst du, ne? Das war klar, dass das in eurer Familie nicht besprochen wurde. Schöne, verlogene Familie ist das. Herr Peters, wissen Sie etwas darüber, dass das gar nicht Ihr Vater gewesen ist? Wissen Sie irgendwas? Wann haben Sie davon erfahren? Es war am 10. Todesjahrestag von meinem Vater. Es war der 5. Oktober. Ich bin zum Friedhof gefahren. Ich habe Blumen mitgenommen. Ich habe das Grab ein bisschen gesäubert. Es kümmert sich ja sonst niemand darum bei uns aus der Familie. Dann bin ich nach Hause gekommen. Ich war fertig, klarer Fall. Ich habe meinen Vater verloren. Ist zwar schon 10 Jahre her, aber es tut trotzdem sehr weh.
Ja, meine Mutter macht mir die Türe auf und lacht. Lacht mich aus, warum ich nach 10 Jahren immer noch trauern kann, obwohl Heinrich ja noch nicht mal mein eigener Vater ist. Wissen Sie, wer Ihr leiblicher Vater ist? Hat sie es dann gesagt? Ich kenne meinen leiblichen Vater nicht. Und das, was ich von meinem leiblichen Vater weiß, ist, dass er ein Arschloch war. Worte meiner Mutter, dass ich ihm wie aus dem Gesicht geschnitten bin, dass ich sie jeden Tag an ihn erinnere, an diesen Fehltritt, den sie damals gemacht hat. Ja, und dass sie mich aufs Schärfste damit verachtet und vergleicht mit meinem Vater. Mensch, Nico, du musst dir da nichts draus machen. Der Heinrich, der hat dich wirklich geliebt. Herr Peters, wie haben Sie auf die von Ihrer Mutter dargestellte Wahrheit, vor allen Dingen auf diese Art und Weise reagiert? Wie hätten Sie reagiert? Sie hätten gefreut, ja, tanzen, juhu. Natürlich bin ich tierisch getroffen gewesen davon. Ich frage Sie noch einmal, wie hätten Sie reagiert, wenn Sie sowas erfahren würden? Ich bin verletzt, aufs Tiefste verletzt. Meine Mutter ist mir egal. Herr Peters, ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, aber ich kann mir vorstellen, wie Sie reagiert haben. Genau so, wie Sie hier sind. Ja, genau so, wie ich es gerade auch erzählt habe. Ja, genau so. Emotional sind Sie auch da gewesen. Ja, richtig. Ins Rasen sind Sie gekommen. Ja, und ich metzel dann auf meine Mutter ein, natürlich. Geständnis, Herr Peters. Das ist kein Geständnis. Das ist ein, ich veräppel Sie, es tut mir leid, ich kann nichts anderes dazu sagen. Also so ein Motiv finde ich wahnwitzig, was Sie mir hier unter die Nase halten. Noch Fragen an die Zeugin Klapp? Ja. Frau Klapp, sagt Ihnen der Name Anna Gila etwas? Ja. Anna Gila? Nee, kenne ich nicht. Miguel. Also eine Frage hätte ich auch noch, Frau Vorsitzende. Frau Klapp, Sie haben gesagt, Sie haben gesehen, wie die Stefanie Peters nach Hause gekommen ist. Mhm. Haben Sie gesehen, dass da eine andere Frau irgendwo im Haus gewesen ist oder die das Haus verlassen hätte, die ihr entgegengekommen ist, sodass die beiden sich gesehen haben könnten? Mhm. Nein, ich habe sonst niemanden gesehen. Nur die Stefanie, die habe ich gesehen. Sonst niemanden? Nein. Gut, ich habe mir das nicht ausgedacht. Ich habe keine Frage. Frau war wirklich da. Frau Salisch, ganz kurz, darf ich auf Toilette? Natürlich, Sie können jederzeit auf Toilette gehen, können wiederkommen oder draußen bleiben, wie Sie wollen. Sie sind als Zeuge entlassen. Dann nehmen auch Sie auf der Seite Platz. Frau Klapp, da hinten, bleibt unvereidigt. Ich hoffe mal, du hast da drin nichts Falsches gesagt. Jürgen, was willst du hier? Ich werde dafür sorgen, dass Stefanie freikommt. Und wenn du ihr in den Rücken gefallen bist, dann wird was passieren. Willst du mir drohen? Ja, will ich. Und ich pack aus, wenn du so weitermachst. Na, du bist so ein Schwätzer. Anna! 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 Was willst du? Lass mich dir das erklären, bitte, Anna. Was gibt es da zu erklären? Sag mir einfach, wie konntest du mir das antun? Ist das alles wirklich wahr? Ich werde es dir in Ruhe erklären, Anna. Ist es wahr? Glaub es mir. Also stimmt es? Ich werde es dir in Ruhe erklären. Was gibt es da zu erklären? Du hast mich 20 Jahre lang nur belogen. Anna, bitte. Gehler, bitte. Lass uns in Ruhe. Lass uns in Ruhe drüber reden. Ist das eigentlich Ihr Wagen, Herr Krichel, der da unten im absoluten Halteverbot steht? Nicht, dass er gleich abgeschleppt wird, Herr Römer. Das ich habe da sowas Leute. Meine Herren, Frau Gila, Sie nehmen bitte Platz. Das ist die Frau, die auf dem Foto ist und die auch vor meiner Haut immer mit der Ruhe. Frau Gila, ich werde Sie jetzt als Zeugin vornehmen, dass man als Zeugin die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, nehme ich an. Und sonst macht man sich strafbar. Ja. Man kann aber schweigen bei Gericht, § 55, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Frau Gila, Ihr Vorname ist Anna, Sie sind 20 Jahre alt, wohnen in Hamburg und sind Erzieherin von Beruf. Und verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten sind Sie nicht, oder? Das ist nicht richtig. Ich bin die Halbschwester der Angeklagten. Hm. Wie bitte? Was bist du? Das wird dich aber. Ja, tut mir leid. Also jedenfalls davon wissen wir im Moment absolut nichts. Können Sie uns einfach diese Verwandtschaft näher erklären? Ja, also ich bin die Tochter von Heike Peters. Nico ist mein Zwillingsbruder und die Angeklagte Stefanie ist meine Halbschwester. Das gibt's doch nicht. Was? Also auf jeden Fall haben Sie dann ein Zeugen zur Weigerungsrecht, wenn es um Ihre Halbschwester geht. Das heißt, Sie können hier aussagen und das Schweigen ist Ihre Entscheidung, nur wenn Sie aussagen, die Wahrheit. Warum sind Sie seit dem Tod Ihrer Mutter, muss ich ja jetzt sagen, nirgends zu erreichen gewesen? Polizei und Staatsanwaltschaft haben nämlich, vor allem nachdem das Testament aufgetaucht ist, versucht, vergeblich Kontakt zu Ihnen aufzunehmen. Ja, ich wollte weg, einfach nur weg. Ich bin zu einer Freundin nach London gefahren, weil ich erstmal mit der Situation klarkommen musste. Ich weiß das alles selber erst seit dem 13. Oktober. Da hat Heike Peters mir die ganze Geschichte halt erzählt. Sie hat es mir so um die Ohren gehauen, als wenn wir über das Wetter sprechen würden. Ich wollte das gar nicht glauben und ja, ich bin total verwirrt darüber. Wie haben Sie denn Heike Peters überhaupt kennengelernt? Denn jedenfalls Sie angeklagt und Ihr Bruder Nico sagen übereinstimmend hier, dass Sie Ihren Namen vorher noch nie gehört hätten vor dem Testament.
Ja, also ich bin vor einem knappen halben Jahr mit meiner Mutter oder meine sogenannte Mutter, der Iris Gieler, von Bremen hierher nach Hamburg gezogen. Ja, und gegen Ende September haben wir einen Stadtbummel gemacht und da haben wir dann die Heike Peters getroffen. Ich wusste natürlich da noch gar nicht, wer sie war. Meine Mutter hat mir dann später erzählt, dass die beiden alte Freundinnen sind. Ja, und die Heike Peters hat dann vorgeschlagen, ich sollte sie mal besuchen kommen, was ich total lächerlich fand und komisch, denn wie gesagt, ich kannte diese Frau nicht. Ja, sie hat aber dann die folgenden Tage immer wieder bei mir angerufen und ich habe mich dann bequatschen lassen und mich auf ein Treffen mit ihr geeinigt. Das Seltsame an der Sache war nur, dass ich meiner Mutter nichts davon erzählen sollte. Und ausgerechnet am 13. Oktober, also der Tag, als Ihre Mutter umgekommen ist, da sind Sie bei Heike Peters gewesen? Das stimmt. Da bin ich bei ihr gewesen. So gegen 16 Uhr ungefähr war das. Wir haben Kaffee getrunken, uns nett unterhalten. Sie wollte alles Mögliche über mich wissen, wo ich zur Schule gegangen bin, wie meine Ausbildung war, alles halt. Ja, und so mitten im Gespräch lässt sie einfach fallen, dass sie meine leibliche Mutter wäre. Ich habe ihr auch gesagt, ich glaube es ihr nicht, das müsste sie mir doch erstmal beweisen. Ja, und daraufhin hat sie mir dann die ganze Geschichte erzählt. Sie hat wohl ihren Mann damals wegen einer Affäre verlassen. Von dieser Affäre ist sie dann halt schwanger geworden. Als ihre Affäre, der Mann, das halt mitbekommen hat, hat er sie aber sitzen lassen. Ja, und sie hat sich wohl so geschämt, dass sie zu ihrem Mann nicht zurück wollte und ist deshalb mit Stefanie in eine eigene kleine Wohnung gezogen. Ja, und an dieser Stelle kommt meine Mutter dann ins Spiel. Sie ist gelernte Krankenschwester und war ja, wie gesagt, damals befreundet mit der Heike Peters. Und die beiden haben sich dann geeinigt, dass sie das Baby zu Hause bekommen, weil sie sich eben so geschämt hat, ins Krankenhaus zu gehen. Ja, aber dann ist ja nicht ein Baby gekommen, sondern Nico und ich. Das ist doch unglaublich. Wie viele Kinder hat meine Mutter denn mal so nebenher auf die Welt gebracht? Ich glaube das nicht. Warum sind Sie aber jetzt bei Iris Gieler aufgewachsen und Ihr Bruder bei Heike Peters? Also so wie ich es verstanden habe, muss die Situation wohl damals zu viel für Heike gewesen sein. Sie hat sich nicht zugetraut, drei Kinder großzuziehen. Und da sie ja schon ein Mädchen hatte, die Stefanie, hat sie sich halt entschieden, den Jungen zu behalten, also den Nico. Und ja, mich hat sie an Iris Gieler abgegeben. Ich dachte natürlich immer, dass Iris auch wirklich meine Mutter ist. So leicht kann man getäuscht werden, 20 Jahre lang. Ja, aber wie konnten denn die Behörden so getäuscht werden? Was steht denn in Ihrer Geburtsurkunde drin? Ich weiß nur, dass dort drin steht, dass ich in Lüderitz in Namibia geboren wurde. Dort hat meine Mutter damals einige Jahre in der Entwicklungshilfe gearbeitet. Ja, als Mutter ist Iris Gieler eingetragen und beim Vater steht unbekannt. Also alles Weitere müssen Sie schon meine sogenannte Mutter selber fragen. Sie ist bestimmt noch draußen oder in der Cafeteria. Sie hat mich gerade eben noch vollgequatscht und wollte unbedingt mit mir sprechen. Dass ich Iris Gieler hören möchte und dass ich das nicht beantragen brauche, ausdrücklich ist wohl klar. Ja. Noch eine Frage an Sie, Frau Gieler. Ich möchte mal wissen, das ist heute so nicht richtig transparent geworden, weil Sie so ein bisschen lässig über alles hinweggehen. Ich frage mich, wie Sie nach dieser Information gefühlt haben und vor allen Dingen, was für mich sehr wichtig ist, wie Sie reagiert haben. Ja, wie soll ich mich schon gefühlt haben? Mhm. Völlig alleine gelassen. Mhm. Mein Leben ist ja eine einzige Lüge anscheinend nur gewesen. Mhm. Und wie ich dann reagiert habe, ist ja wohl klar. Ich bin aufgesprungen und rausgerannt. Ich wollte mit dieser Frau erstmal nichts mehr zu tun haben. Ja, und draußen bin ich dann ihr, der Stefanie, noch in die Arme gelaufen. Und ich bin einfach weitergerannt und bin nach Hause. Hab meine Sachen gepackt und erstmal weg nach London. Ist nicht möglich, dass Sie nochmal zurückgekehrt sind zum Hause Ihrer Mutter? Auf gar keinen Fall. Wieso sollte ich das getan haben? Das hat ja ergibt gar ich keinen Sinn. Ich weiß es nicht, Frau Gieler. Für mich ist es auch nicht nachvollziehbar, warum man dann nach London untertaucht. Ja, aber sie ist ja jetzt wieder da, Herr Verteidiger. Sie ist jetzt wieder da. Sie stellt sich den Prozess. Meine Herren, Sie können Fragen stellen und Ihre Statements später abgeben im Rahmen Ihrer Plädoyers. Haben Sie in der Zwischenzeit mit Iris Gieler, also Ihrer Ziehmutter, über die ganze Sache mal gesprochen? Nein, habe ich nicht und möchte ich auch nicht. Sie hat mich ja doch 20 Jahre lang nur belogen. Und wer sagt, dass ich ihr jetzt glauben könnte? Nein, ich möchte mit ihr nicht mehr reden. 20 Jahre schmeißt man nicht so einfach weg, überlegen Sie es. Belogen und betrogen von der eigenen Mutter. Dann erfährt man hier vor Gericht, dass man noch eine Schwester hat. Also genau. Das macht wütend, Herr Peter. Herr Küster, bitte. Das macht wütend. Herr Küster, könnte sein, schauen Sie mal, ob eine Iris Gieler in der Cafeteria ist, vielleicht in der Kantine auch weiter. Die möchte ich gerne als Zeugin haben. Frau Gieler, könnten Sie Ihre Ziehmutter mal ein bisschen für unseren Wachtmeister beschreiben? Ja, sie ist einen halben Kopf kleiner als ich, würde ich sagen. Hat so schulterlange blonde Haare und hat ein fliederfarbenes Jackett, glaube ich, an.
Kein Problem, ich sehe mal nach. Oh, versuchen Sie es, Herr Küster, danke. Noch Fragen an die Zeugin? Nein. Bleibt unvereidigt. Sie nehmen bitte an der Seite Platz. Jürgen Klapp. Herr Klapp als nächster Zeuge. Herr Klapp. Stefanie, zuerst möchte ich dir sagen, dass ich immer für dich da sein werde. So lieb. Jürgen, du nervst. Ich hab gesagt, dass es zwischen uns aus ist. Lass es uns doch noch mal probieren. Ich habe den ultimativen Beweis dafür, dass du unschuldig bist. Jürgen, sag mal, wann kapierst du das endlich, dass diese Frau nichts für dich ist? Ich bin erwachsen, Mama. Ich kann das alleine entscheiden. Das werden wir dann sehen mit dem Erwachsenen. Nehmen Sie doch einfach mal Platz, Herr Klapp. Und vergessen Sie mit den Rosen. Die Rose bleibt nachher hier. Sie geht nicht mit uns Untersuchungsgefängnis. Dass man als Zeuge die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, nehme ich an. Man kann allerdings schweigen, nämlich dann, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. § 55. Herr Klapp, Ihr Vorname ist Jürgen, Sie sind 21 Jahre alt, wohnen in Hamburg und sind Auszubildender zum Bankkaufmann, haben Sie mir gesagt. Verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten sind Sie nicht. Herr Klapp, machen wir es kurz. Sie haben mir in meinem Büro gesagt, dass Sie einen Beweis der Unschuld der Angeklagten hätten. Welchen? Wenn Sie sich das hier angucken, dann werden Sie wie ich der Meinung sein, dass Stefanie ihre Mutter nicht umgebracht hat. Nico hat seine Mutter umgebracht. Er hat sie schon immer gehasst. Du bist und ich kann ja es beweisen. Allerletzte Idiot, was erzählst du hier für einen Müll? Ist doch wahr, du hast deine Mutter immer schon gehasst. Also Herr Klapp, Entschuldigung, dass es Konflikte gibt zwischen Sohn und Mutter, das haben wir eben bei Ihnen und Ihrer Mutter auch gesehen. Das ist ja noch nicht unbedingt ein Mordmotiv, oder? Wie verhält sich das? Warum soll er denn bitte schön seine Mutter umgebracht haben? Weil er das schon seit der Grundschule geplant hat. Schon damals hat er Skizzen gemacht, wie er seine Mutter töten will und hat es angekündigt. Öfter schon. Ist ja interessant. Herr Klapp, was ist in diesem Umschlag? Das kann ich Ihnen zeigen. Da sind Skizzen drin, wie Nico seine Mutter umbringt mit Messer und Ähnlichem. Also davon hat er Dutzende gemacht. Die hat er schon früher in der Schule gemacht, hat sie aber natürlich nie mit nach Hause genommen. Ja, genau. Bla, 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 bla. Du hast recht. Herr Peters, die Bilder stammen von Ihnen? Jawohl, ganz richtig. Wollen Sie wissen, wie alt ich gewesen bin? Ja. 10 Jahre, 11 Jahre, Jürgen, hast du einen Schaden, da bin ich ein Kind gewesen. Es ging um Turnschuhe, um Lutscher, um irgendeinen Müll. Ja, aber da zeigt doch schon, wie du zu deiner Mutter stehst. Mutter, oder was, der und Peters? Deshalb hab... Bitte? Herr Klapp, ich glaube, diesen Auftritt hätten Sie sich in zweierlei Hinsicht schenken können. Erstens, die Rose, glaube ich, wird bei der Dame nicht so gut ankommen. Und hier bei Gericht wird auch Ihre Aussage nicht ankommen. Sie übertreiben vollkommen, was da gewesen ist, zur Grundschulzeiten. Ja. Ganz offensichtlich, weil Sie die Angeklagte hier rausreißen wollen, Herr Klapp. Das sieht ja nun wirklich jeder. Ja, aber Stefanie ist unschuldig. Es ist ja wohl klar, dass Nico schuld ist. Außerdem will ich nicht, dass sie ins Gefängnis kommt. Ja, das merkt dann aus unserem Kind. Ach, Jürgen, das glaube ich doch jetzt nicht, dass du das wieder gesagt hast. Du weißt doch gar nicht, ob das Kind von dir... Doch, das ist von mir. Ach, Jürgen. Das spüren Sie, Herr Klapp. Ich weiß es. Die Mutter weiß es anscheinend nicht. Herr Küster. Frau Vorsitzende, ich habe Ihre Skila gefunden. Sie saß in der Cafeteria. Ach, fein. Nur Fragen an den Zeugen. Nein, im Moment. Nein, vielen Dank. Bitte an der Seite Platz an die Verteidigung. Dann möchte ich gleich die Frau Gieler hören. Ja, Frau Gieler, bitte. Nehmen Sie an der Seite Platz. Bleibt unvereidigt. Frau Gieler, bitte nehmen Sie Platz. Frau Gieler, dass man als Zeugin die Wahrheit sagen muss, ist Ihnen bekannt. Ja. Wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Der eine oder andere weiß von der Existenz von § 55 nichts, nämlich, dass man schweigen kann, wenn man sich selber oder nahe Angehörige einer Straftat bezichtigen müsste. Frau Gieler, Ihr Vorname ist Iris, soweit ich es mitbekommen habe. Wie alt sind Sie? 40. Und wo wohnen Sie? Wespenweg 22 in Hamburg. Was sind Sie vom Beruf? Krankenschwester. Sind Sie mit der Angeklagten verwandt oder verschwägert? Nein. Sie wissen, worum es hier geht? Nein, so ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Frau Gieler, da werde ich konkreter. Anna Gieler, die nach den Papieren, will ich mal so sagen, ihre Tochter ist, hat vorhin ausgesagt, dass sie von Heike Peters erfahren habe, dass sie nicht ihre leibliche Tochter ist, Frau Gieler. Anna hat Ihnen alles erzählt? Sie steht unter Wahrheitspflicht, genauso wie Sie, und dazu gehört auch die Vollständigkeit. Ja, und zwar ist im Zusammenhang mit diesem Testament wochenlang jetzt nach Ihrer Tochter gesucht worden und natürlich ist auch bei Ihnen nachgefragt worden. Und weshalb haben Sie zu allem Staatsanwalt und Polizei nicht die Wahrheit gesagt? Das fragen Sie jetzt noch. Ich meine, ich habe deswegen also nicht sagen können, meine ganze Vergangenheit holt mich also jetzt irgendwo so wieder ein. Und ich habe ja auch Urkundenfälschung begangen und
Ja, Mutter, vielleicht hättest du dir das mal vorher überlegen sollen. Anna, Kind, was du versteh tust. Doch. Ich wollte mit dir reden, aber ich wollte dir auch alles wann erklären. Denn? Anna, diese Frau hat kannst dich du eigentlich versucht, verstehen, anonym ich in ein Krankenhaus abzugeben. Bitte, Anna. Und ich habe dich auf die Welt gebracht. Und ich habe dich vom ersten Tag an geliebt, als wenn du mein eigenes Kind wärst. Anna, bitte, lass uns in Ruhe drüber reden. Frau Gieder, haben Sie das möglicherweise auch nicht früher der Staatsanwaltschaft und der Polizei mitgeteilt, um nicht selber ins Visier der Ermittlungen zu geraten? Was wollen Sie denn jetzt damit sagen? Frau Gieder, kürzen wir es einfach ab. Ich möchte von Ihnen wissen, wo Sie am 13. Oktober zwischen 16 und 18 Uhr waren. Ich war zu Hause. Wo soll ich auch sonst schon gewesen sein? Zumal vor dem Haus von Heike Peters könnten Sie gewesen sein, Frau Gieder. Weil Ihre Tochter dorthin geht, weil sie besucht, weil sie jetzt für Sie vermutlich vermuten dürfen, dass alles ich rauskommt. Da ist doch nicht Wege fremd, gesehen. Dass Sie da sind, richtig. Oder? Sie hatten, wie Sie mich angeguckt hatten, das gute Verhältnis mit Anna und mir. Und ja, ich bin Anna gefolgt. Ach, schon wieder gelogen, oder was, Frau Gieler? Ich bin Anna gefolgt, das ist und dann? Richtig. Dann haben Sie jemanden hektisch aus dem Haus rausrennen sehen, dann richtig? Dann habe ich vor dem Haus gewartet. Und was ist dann passiert? Ich bin dann nach Hause gefahren. Da ist jemand hektisch, wenn Sie vor dem Haus waren, müssten Sie gesehen haben, dass Ihre Tochter in Anführungsstrichen hektisch aus dem Haus rausgerannt ist. Und genau das haben Sie genutzt, Frau Gieler. Sie wussten jetzt, was geschehen war. Jetzt sind Sie reingegangen. Frau Gieler, jetzt sind Sie reingegangen, richtig? Jetzt haben Sie für die Offenbarung... Ich bin nicht reingegangen. Das ist nicht richtig, das stimmt nicht. Das müssen Sie mir auch wirklich glauben. Sie haben also vor dem Haus gewartet zunächst einmal. Haben Sie da irgendwas von einer Auseinandersetzung zwischen Stefanie und Heike Peters mitbekommen? Zwischen der Angeklagten und ihrer Mutter? Ja, das habe ich, ja. Das habe ich mitbekommen. Was? Heike hat sich furchtbar aufgeregt. Sie hat ein unheimliches Theater gemacht. Sie hat alle Klamotten rumgeschmissen und aus dem Fenster geschmissen. Und sie hat dann noch unheimlich rumgebrüllt, ich lasse mir das nicht mehr bieten und ich lasse mir das nicht mehr gefallen. Und ja, und dann ist irgendwann mal Stefanie aus dem Haus gekommen und hat irgendeinen Gegenstand in der Hand gehabt. Ja klar, meine Handtasche, was denn sonst? Nein, das war keine Handtasche, das war irgend sowas. Kleines, silbriges, aber ich konnte es auch nicht so von der Entfernung so genau erkennen. Was hat sie gemacht damit? Sie ist damit in den Garten gelaufen und hat das in so ein Astloch, von so einem Baum, in so einem Astloch hat sie das versteckt. Aber wie gesagt, ja, klar, es war ja auch dunkel. Ja klar, Weihnachtsmann noch in die Ecke gekommen. Aber ich fass es nicht! Meine Herren, du weißt hunderttausendprozentig genau, dass das einzige Versteck gewesen ist, was ich mit dem Jürgen hatte, seit Kindesbeinen auf an. Und damit hast du es versucht, mir den Mord in die Schuhe zu schieben. Du bist das Allerletzte für mich. Ich habe gar nichts gemacht. Frau Vorsitzende, dürfte ich kurz Ihr Telefon benutzen, bitte? Irgendwo habe ich... Das einzige Versteck, was ich seit von Anfang an, wo ich Jürgen kenne, haben wir immer dieses Versteck benutzt. Ja, und da legst du es rein. Haben wir unsere Kindheit Herr Klapp, verbracht? Gibt es so ein Versteck in einem Astloch, in einem Baumastgabel, irgendwas? Ich weiß nicht, was der da erzählt, also von Astloch, keine Ahnung. Also Jürgen, jetzt reicht's mal. So ein Idiot! Jetzt sagst du aber mal die Wahrheit, davon weiß ich ja sogar was. Da habt ihr euch doch damals immer eure Nachrichten reingesteckt. Okay, danke. Also Frau Peters, wie sieht's denn jetzt aus? Möchten Sie sich einlassen zu den ganzen Sachen oder sollen wir warten, bis die Kollegen auf dem Grundstück die Tatwaffe gefunden haben? Da werden dann Ihre Fingerabdrücke wahrscheinlich drauf sein. Sie brauchen nichts. Und dann wir haben es, während Sie telefoniert haben, besprochen. Die Beweislage veranlasst die Angeklagte und nicht nur die, sich einzulassen und zu erklären. Gut, tun Sie es bitte. Frau Peters. Okay, ich habe die Schere in das Astloch reingetan. Ich wusste nicht mehr weiter. Meine Mutter wollte mich das Kind schon wieder abtreiben lassen. Und ja, sie hat mich aus dem Haus geworfen. Und was soll ich alleine mit dem Kind auf der Straße stehen? Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Und was ist dann passiert? Ja, ich war total wütend. Meine Mutter, die hat mir Vorwürfe gemacht. Sie hat gesagt, sie wünschte, ich wäre nie geboren worden. Meine eigene Mutter hat das zu mir gesagt. Sie hat gesagt, sie schämt sich für mich. Sie will mich nie wiedersehen. Und dann habe ich die Schere genommen und habe auf sie eingestochen. 19 Mal. Frau Gieler, warum haben Sie das alles so lange für sich behalten? Sie haben doch gesehen, wo haben Sie selber doch auch mit Sicherheit vermutet, wo die Tatwaffe geblieben ist. Ja, es tut mir auch furchtbar leid, aber ich wollte ein ruhiges Leben mit meiner Anna führen, ohne eine Heike Peters.
Noch Fragen an die Zeugin Iris Gieler? Nein, danke. Nein. Bleibt unvereidigt. Sie nehmen bitte an der Seite Platz. Noch Anträge? Nein. Dann schließe ich die Beweisaufnahme, Herr Staatsanwalt Römer. Hohes Gericht, die Angeklagte hat gestanden und sie ist dabei sehr clever vorgegangen. Leugnen, solange es geht, und die Wahrheit erst dann sagen, wenn alles andere aussichtslos ist. Und genauso clever hat sie dann das Geständnis letztlich auch gestaltet. Jetzt kommt auf einmal der Vorwurf, ihre Mutter habe sie schwerst beleidigt, unmittelbar vor der Tat. Ich muss sagen, ich habe schon fast Probleme damit, hier einen Affekt anzunehmen, wenn ich sehe, dass hinterher das Tatwerkzeug unmittelbar nach der Tat in dem Astloch versteckt wird, um ganz gezielt den Verdacht auf ihren Bruder zu lenken. Dann frage ich mich, war das nicht doch geplant? Ich kann ihn's nicht nachweisen. Ich kann ihn auch die Habgier nicht nachweisen. Es bleibt deshalb beim Totschlag. Ich beantrage hier für eine Freiheitsstrafe von 8 Jahren und 6 Monaten zu verhängen. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Hohes Gericht, verehrter Herr Staatsanwalt, in der Tat nicht nachzuweisen, das ist das Stichwort. Die Angeklagte lässt sich unwiderlegbar dahingehend ein, dass es zu diesen Beleidigungen, zu diesen Provokationen gekommen ist. Das ist eine der Grundvoraussetzungen zur Annahme eines minderschweren Falls des Totschlages, Herr Staatsanwalt, mit einem Strafrahmen von 1 bis 10 Jahren. Die Angeklagte, wir haben sie hier erlebt, ist von relativ einfältigem Wesen. Die Angeklagte wird mit einer Situation nicht fertig, ist also emotional schon hochgradig angespannt und trifft jetzt eine Mutter, und da glaube ich ihr, denn die anderen Zeugen haben sie genauso beschrieben, die wohl offensichtlich aus welchen Gründen noch immer eiskalt und kaltschnäuzig einem jetzt plötzlich einen ganzen Katarakt an Verbalinjurien in den Kopf wirft. Da rastet sie aus und interessanterweise, sie sticht nicht einmal oder zweimal, sie sticht typisch für den Affekttäter 19 Mal zu, um dann die Tat zu beenden. Das ist ein minderschwerer Fall und ich beantrage im Hinblick auf die Täterpersönlichkeit sowie den Gesamtablauf der Geschehnisse eine angemessene Freiheitsstrafe von 2 Jahren, die man auf Bewährung aussetzen kann. Sie haben das letzte Wort, Frau Peters. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Die Angeklagte wird wegen Totschlags in einem minderschweren Fall zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren verurteilt und sie trägt die Kosten des Verfahrens. Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Folgender Beschluss, der Haftbefehl wird aufgehoben, mit Entlassungsersuchen zurück. Frau Peters, das ist eine schwierige Familiensituation gewesen, in der Sie aufgewachsen sind. Und zwar gibt es hier 2 Parteien, kann ich einmal sagen. Und Sie sind so ähnlich, so wie Sie es geschildert haben, eigentlich der Typ Ihrer Mutter gewesen. Auch im Umgang mit anderen, dafür können Sie vielleicht nicht allzu viel, immer verzogen, alles gekriegt von zu Hause. Da hat man sich so fest drauf verlassen, wenn es auch einmal diese Situation, die bestimmt nicht entschuldige, mit 14 gegeben hat. Und wenn man sich jetzt noch mal erinnert, wie es gewesen sein muss für Ihren Bruder, er sieht nun jemand anders aus, wird zu Hause total unterdrückt, erfährt dann zum Beispiel von Ihrer Mutter, als er trauernd nach Hause kommt, ja, was trauerst du überhaupt, ist sowieso gar nicht dein Vater. Er reagiert darauf anders. In einer Streitsituation wie Sie jetzt reagieren Sie über. Und entscheidend, glaube ich, war in dieser Situation nicht, dass Sie gehört haben, ja, ich hätte dich nicht geboren oder sonst irgendwas. Sie haben immer wieder gesagt, wo sollte ich hin? Das heißt, Sie fühlten sich im Moment, Sie wussten nicht, was Sie machen sollten. Sie waren ja immer das verzogene Kind. Deshalb, Frau Peters, haben Sie im Wesentlichen zugestochen. Mit Sicherheit ein minderschwerer Fall, aber hier mit Sicherheit mit einer Freiheitsstrafe zu ahnden, die nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden kann. 3 Jahre, das heißt, Sie könnten bei guter Führung nach der Hälfte, nach 1,5 Jahren entlassen werden. Sie können im Vollzug Ihr Kind bekommen und auch das erste Jahr dort aufziehen. Gegen dieses Urteil gibt es das Rechtsmittel der Revision einzulegen. Bitte in einer Woche ab heute, Ihr Verteidiger wird Sie beraten. Die Verhandlung ist geschlossen.